unterdrückten und gesteuerten Welt. Eine Organisation, die durch die Kontrollierung und Manipulation der Regierung an die Macht kam, führte mit der Zeit Gehirnwäsche durch. Derjenige, der in seinem Traum den Ruf hört, ist auserkoren. Was sich sogar unter langen, schwarzen Kutten verstecken muss, um nicht ausgelacht zu werden, existiert. Versprich uns, dass du zurückkommst. Versprochen. Ihr seid doch meine Familie. Jetzt müssen wir da lang gehen. Na dann mal los. Seven, six, five, four, three, two, one. Das war eindeutig genug für heute. Ich bin ja doch weitergekommen, als ich gedacht hatte. Es ist wohl an der Zeit, ein Lager aufzuschlagen. Na, mal sehen. Okay, ich glaube, das ist ein Zelt. Ja. Okay. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, versuchen wir es zuerst mit Feuer. Ich brauche Holz. Ich bin in einem Wald. Ja. Und... Ah! Das hätte mir klar sein müssen. Wie macht man das denn? Bei meinen Dienstmädchen sah das alles so einfach aus. Brenne! Komm schon! Na toll! Und was jetzt? Na super. In meinem Traum hättest du mir ruhig auch sagen können, wie man hier draußen überlebt! Ich glaube, ich sollte erstmal rasten. Also, hier bin ich und bis dahin sollte ich es bis morgen schaffen. Aber ich sollte mich erstmal hinlegen. Der Tag war echt anstrengend. Die Höhle da hinten sieht mir nach einem geeigneten Ort aus. Gut, dass wir keinen Feinden über den Weg gelaufen sind. Die Dörfer konnten wir auch weiträumig umgehen. Vielleicht sollten wir uns heute Nacht hier ausruhen. Du hast recht, ich bin müde. Gute Nacht, Sayo. Gute Nacht, Kuraiko. Meine Kriege, schön, dass ihr euch alle auf die Reise begeben habt. Geht zum Stützpunkt der Guardians. Dort ist euer erster Einsatzort. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr angekommen seid. Viel Glück und denkt dran, ihr seid unsere letzte Rettung. Oh, na toll. Jetzt hat mich dieser Traum doch tatsächlich um einen Schönheitsschlaf gebracht. Weißt du eigentlich, wie lange es dauert? Die nötige Ruhe, die ich meiner Haut sonst im Schlaf gönne, nachzuholen? Oh, was bildet die sich eigentlich ein? Na schön, du willst, dass ich zum Stützpunkt der Guardians gehe? Ich werde da sein.
Und dann werde ich dir mal gehörig die Meinung geigen. Alles klar, dieser Weg dürfte am besten sein. Und am ungefährlichsten. Sayo, was meinst du, wann wir ankommen? Nun ja, wenn alles glatt läuft und es keine Probleme gibt, 2 bis 3 Tage. Na, dann kommt hoffentlich nichts dazwischen. Aber ich würde sagen, wir warten bis morgen. Wir kommen jetzt in der Nacht sowieso nicht weit. Ja, da hast du recht. Menschen töten sich gegenseitig aus Hass. Menschen sehen lachend über Probleme hinweg. Menschen weinen aus Neid und Egoismus. Menschen lieben wegen der Einsamkeit. Was, wenn du nicht weinen könntest, nicht lachen, nicht lieben und nicht hassen könntest? Wie würdest du es nennen? Eine perfekte Welt? Mensch, wo muss ich überhaupt lang? Dieser Weg hier dürfte am geeignetsten sein. Es war wohl doch keine gute Idee, in der Nacht loszulaufen. Ich kann nichts sehen und müde bin ich auch schon wieder. Ich sollte mir wohl lieber einen Unterschlupf suchen. Ich sollte mich hinlegen, ich bin müde. Das sieht nach einem geeigneten Plätzchen aus. Gut, also heute sollten wir bis hierhin kommen. Das müsste zu schaffen sein und die Route ist auch weniger gefährlich. Na dann los. Ich bin müde, ich fühle mich ausgelaugt und meine Haare sehen furchtbar aus. Mein Gesicht will ich gar nicht erst ansehen. Warum muss die Wildnis auch so wild sein? Ich meine, ab und an ein Kosmetikbusch oder ein Spiegelbaum wäre doch keine schlechte Idee gewesen. Wo muss ich lang? Einfach mal geradeaus. Kann ja nicht falsch sein. Das dürfte der richtige Weg sein. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Du hast ja noch einen eigenen Willen. Nein! Nein. Lass mich los! Wie soll ich meine Haare nur je wieder hinkriegen? Und diese Schuhe, das sind keine geeigneten Schuhe. Es ist grün, es ist heiß und... Oh nein, stopp! Lass das! Hey, Sie perverser Sack! Lassen Sie sofort das Mädchen los! Ihre perversen Hentai-Spielchen können Sie woanders spielen! Was? Nein, was verteidige ich mich hier eigentlich? Ihr habt ja beide noch einen freien Willen. Ja, und mit dem werden wir dich jetzt erledigen. Damit werdet ihr nicht durchkommen. Ich werde euch melden und dann seid ihr dran. Ich glaube kaum, dass du noch irgendwas zu melden hast, wenn wir mit dir fertig sind. Ich muss irgendwas tun. Wie zum Geier? Oh Gott, ich muss irgendwas... Dieses Ding ist gut.
Vielen Dank. Ist doch selbstverständlich. Ach, sag mal, wenn du deinen Willen auch noch hast und hier herumwanderst, kann es sein, dass du eine Auserwählte bist? Ja, das stimmt. Wow, dann habe ich ja eine Mitstreiterin gefunden. Was, du auch? Ja, ich, Kazumi Ichi, habe den Traum ebenfalls gehabt. Zurzeit bin ich auf dem Weg zum Stützpunkt der damaligen Guardians. Das trifft sich gut. Der Weg dahin sollte nicht alleine bestritten werden. Lass uns zusammen gehen. Mein Name ist Sumi-san. Gut, Sumi. Aber guck, dass du mir nicht im Weg rumstehst. Keine Angst, das werde ich nicht. Aber mal so nebenbei, ich glaube, wir sollten den da wegschaffen. Ich höre schon Geräusche. Ja, du hast recht, das könnte Probleme geben. Oh Gott, hey, auch wenn du ein Mann bist, du solltest echt auf deine Nägel achten. Ja. Könnte nützlich sein. Dann lass uns der Organisation mal gewaltig in den Arsch treten. Du, sag mal, was sind eigentlich die Guardians? Also, damals, als die Organisation damit begonnen hat, den Menschen Gehirnwäsche zu verpassen, haben sich viele von ihnen zusammengeschlossen. Die haben sich eben die Guardians genannt, mit dem Ziel, die Schwächeren zu beschützen. Und ja, sie hatten Stützpunkte auf der ganzen Welt und eben einer davon ist unser Ziel. Leider wurden sie relativ schnell ausgerottet. Naja, jetzt sind wir ja hier. Du damit doch anfangen kannst. Naja, es ist besser als nichts. Es ist moist. Man kann immer noch draufhauen! Mal sehen, ob ich noch hinkriege. Wo ist das hin? Das sollte ich dir vielleicht erzählen, bevor du total am Rad drehst. Also, in meiner Familie ist es eine Begabung, sage ich mal, dass ich meine Waffen verschwinden und wieder auftauchen lassen kann. Das kann ich auch mit deiner Jacke tun, wenn du willst. Gerne. Sie nett bestimmt. So. Ich werde mich nie daran gewöhnen können. Ach, Quatsch. Das wird schon. Das ist total praktisch. Wir sollten weiter, bevor es dunkel wird. Du hast recht. Legenden sind da, um uns Siege zu zeigen, Hoffnung zu geben und uns aufzufordern, weiterzumachen. Aber egal wie alt die Geschichten sind, wie unglaublich und wie heldenhaft, so liegt es immer noch an den Menschen, ob sie ihnen Glauben schenken und ihnen vertrauen, ob sie sich von ihnen Hoffnung geben lassen. Schon erstaunlich, dass wir bis jetzt noch keine Schwierigkeiten hatten, oder? Wie sagt man so schön, wer es ausspricht, beschwört es herauf. Was meinst du damit? Oh. Genau das. Hey ihr da! Was macht ihr da? Warum seid ihr nicht im Dorf? Also unser erstes Einsatzgebiet. Hier werden wir wohl die anderen Auserwählten treffen. Das heißt, wenn sie es bis hierhin geschafft haben. Sei
sei doch nicht immer so pessimistisch. Lass uns erstmal hinsetzen und abwarten. Viel mehr können wir im Moment eh nicht tun. Du hast recht. Eine Pause kommt wohl ganz gelegen. Oh je, meine Lippen könnten ruhig etwas mehr Glanz vertragen und meine Haare eine Kurspülung mit Kaviar und Goldextrakten. Hast du es gemerkt? Ja, doch. Ach, das Licht hier ist furchtbar. Vielleicht ist es da besser. Zwei Personen. Eine mit Pistole, die andere mit Sicheln. Wir sollten in Deckung gehen. Sieh mal, Kasumi, was ist das denn? Verdammt, ich habe kein Schild bei mir. Gegen eine Pistole können wir wenig ausrichten. Das ist ein Problem. Verdammt, wo sind sie hin? Das kann doch nicht. Was wollt ihr eigentlich? Wer seid ihr? Sorry, Fliege. Ich glaube, die beiden werden uns nicht gefährlich. Das glaube ich auch. Was heißt hier nicht gefährlich? Das hier ist ein mit 1000 Volt ausgerüstetes Mordgerät! Also dann. Steht uns bitte nicht weiter im Weg rum. Wir haben einen Auftrag zu erledigen, denn wir sind die Auserwählten. Wie? Ihr seid auch Auserwählte. Und ich dachte, ihr wärt der Auftrag, den wir zu erfüllen hätten. Quatsch, Koraiko. Ist doch klar, dass sie nicht unser Auftrag sind. Sie haben vorhin gesagt, dass sie auf uns warten wollen. Wenn du das wusstest, wieso hast du mir das nicht gesagt? Naja, du warst so in deinem "Wir nehmen sie gefangen und erledigen sie" Spiel drin, dass ich dich hab einfach machen lassen. Ich wollte deine kleine Traumwelt nicht einreißen. Schön, dass wir alle zusammengefunden haben. Aber können wir jetzt weitermachen? Ich will das hier schnell erledigt haben, damit ich zurück in mein Anwesen komme und die Welt mich als ihre Heldin feiern kann. Wir wollen sie doch nicht allzu lange warten lassen. Und was ist dann unser Auftrag? Ich schätze, er ist gerade angekommen.